Und wir sind in der Nekropolis. Hä? Ist das vielleicht dieses Spinnenteil, das ich bekommen habe? Aber warum war das dann nicht in allen Dingern da? Bin ich verwirrt. Ich meine, es ist cool. Ich sag da gar nichts gegen, ne? Aber ein bisschen merkwürdig ist es ja schon. Na gut. Coole, merkwürdige Sachen dürfen natürlich bleiben. Und ausgewichen. Zoot Double. Ist auch nicht verkehrt. Da unten gucke ich dann gleich mal, ob sich das nach... Ah, das mutet nach Bonusraum tatsächlich an. Ja, der macht aber schon gut was kaputt hier. Ah, da ist noch eine Dings, eine Spinne. Cool. Also ich mag das Teil. Das ist ein komischer Fuß. So, und aber da heben wir auch die Energy nochmal auf. Aber schon die Hälfte, das ist irgendwie doof. Das machen wir dann lieber wann anders. Ja, danke. Danke, Fuß. Oh, du großer, allmächtiger Fuß. Cool. Okay, da bleiben wir hier. Ach nee, Quatsch, die können ja fliegen, verdammt. Das sind ja die anderen Viecher. Wo ist mein großer, allmächtiger Fuß? Er trifft nicht. Sehr cool. Nein, nein! Oh, ich wollte es doch nicht nehmen. Hm. The World. Ja gut, das... Ah, ja, es ist die Frage, ob ich... Einen Devil brauche ich nicht unbedingt. Ich nehme dann The World mit. Und das kann ich ja dann mit in die nächste Ebene nehmen. Weil ich finde, jetzt hier ist es blöd. Jetzt habe ich hier schon fast alles entdeckt. So. Ah, dann hätte ich mal wieder im zweistelligen Bereich. Nicht zweistelligen Bereich, aber ne, in zwei Reihen Herzen. Und guck mal, genau, zwei rote, zwei schwarze und zwei blaue. Alle dabei. Und unseren kleinen Mann finde ich auch super. Yeah. Hm. Und wieder zurück. Sehr schön. Ja, irgendwie gegen Ende ist, glaube ich, echt nichts mehr los mit Einkaufen. Gut, vielleicht gehe ich dann da oben nochmal gamble und kürze euch das wieder entsprechend weg. Das ist ja auch irrsinnig langweilig, das sehe ich ja total ein. Also, oh, das ist jetzt auch super. Temperance war... Oh Gott, das war aber zum Angreifen. Nee, das war das Teil. Nee. Na gut, das brauche ich eh nicht so wirklich. Aber ich könnte zumindest mal... Ein Herz könnte ich ausgeben. Kriege ich ja direkt wieder. Sehr cool. Echt? Das ist ja geil. Dass es mit dem Ding auch geht, auf jeden Fall. Na, nee. So. Jetzt sollten wir trotzdem vornehmlich nach hinten zielen. Wow, das gab aber jetzt viele Spinnen. Jetzt ist halt die Frage. Ich blicke schon gar nicht mehr durch vor lauter Gefolge. 44 Hours Energy, das ist natürlich auch klasse jetzt. Nehme ich jetzt mal zuerst. So. Sehr schön. Und The World mitnehmen und da kriege ich wahrscheinlich jetzt eh nichts Gescheites, ne? Ja. Die Crystal Ball. Ja, und die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Weil das Teil macht wenigstens sicher, sicher Herzen, während bei der Crystal Ball so eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist. So, ich gehe jetzt nochmal gamble quasi.
vor Mom. Wenn das zu lange dauert. Oh, das nützt gar nicht. Das soll ich weg. Macht gar keinen Sinn. Wegen wegschneiden. Hier ist ja nichts mit Gameboy. Ja, dann zahle ich mal hier ein. Nehmen wir nur so. Ja, unten gibt es halt keinen Shop. Erstmal. Wir können da zumindest. Ja, genau, so weit kommen, wie es sich sperrt. Das ist ja okay. Na gut, habe ich ja nächstes Mal noch ein gutes Werk vollbracht und meinen Shop ein bisschen aufgerüstet. Ich würde nämlich gern dieses, diese Uhr, die alles verlangsamt, wenn man einmal erwischt worden ist, mir gesagt worden ist, die hatte ich letztens bei einer Herausforderung. Die ist ja so cool. Also allein Marm 2, sag ich mal, wird dadurch vergleichsweise echt richtig, richtig einfach. Also mit einfach meine ich wirklich einfach. Also ich hatte, glaube ich, habe nicht mal ein halbes Herz verloren. Also wirklich perfekt, ne? Und das ist alles diesem Stundenglas geschuldet. So. Jetzt hier muss man immer nur so ein bisschen aufpassen, dass man nicht vom Fuß erwischt wird. Mittlerweile kann ich Marm 1, sage ich mal, sogar relativ gut. Finde ich gar nicht mehr so schwer, wie ich das früher fand. Das ist alles eine Frage der Übung, ne? Ja, und zack, bumm, alles weg. Und wir haben Range Up. Range Up ist gut. Wie viel Range Up ist das denn? Ah, macht sich schon. Jetzt in der Mitte stehen, ziemlich bezahlt auf jeden Fall. Alles klar, und damit geht sie runter. Sehr schön. Und ich habe mich auch so ein bisschen, ihr seht, ich habe mich an diese Zusatzmaske gewöhnt. Ne? Wie nehme ich die jetzt immer, die Daily Challenge mache? Weil ich da immer gern gucken mag, wie viele Punkte ich gerade habe. Das ist irgendwie cool. So, und jetzt sehen wir natürlich da unten direkt die Bonusräume. Schatzräume gibt es ja leider nicht mehr. So. Zack. Aber wir können ja zumindest zu den Bonusräumen gehen. Und uns viel anderen Kladderadatsch ersparen. So. Wenn wir schon bei Kladderadatsch ersparen sind, ich könnte jetzt nämlich hier auch abkürzen. Ne? Genau. Na komm, mit den jetzt doch. Ja, hier, Fuß. Fuß hätte mal was machen können. So. Sehr gut, aber Bonusraum sehe ich jetzt hier natürlich nicht. Würde ich doch nochmal einen kleinen Umweg machen. So. Jetzt kann ich eigentlich fast warten, bis Fuß kommt. Ja, ganz so sehr warten muss man dann doch nicht. Jump. So, und jetzt könnte man es hier unten mal probieren. Der wird ja, glaube ich, jetzt nicht angezeigt. Bei der Worldkarte. Oder doch. Und er ist einfach ganz am anderen Ende der Karte. Das wäre natürlich jetzt dumm, dann würde ich hier voll umsonst rumlaufen. Hm. Nee, jetzt komm, jetzt haben wir so viel gespart. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt runter. Am Ende ist in dem Bonusraum nur Blödsinn. Dann habe ich mich umsonst hier die ganzen nervigen Sachen gemacht. So. Der ist eigentlich mit dem ganzen Zubehör, was wir jetzt haben. Sollte der auch nicht so schwer sein, genau. Oh, super, awesome. You made a super Meat Boy. Der ist neu. Ich hab 4 Meatballs gefunden, ne? Wie cool. Krass. Oh. Ah, und wir rennen natürlich aus Dankbarkeit einmal komplett in den Gegner rein. So. Hä? Was war denn da noch? Eine Spinne? Ach nee, das Feuer. Ja, jetzt muss ich mich langsam wieder hier ranhalten.
Moi, X-Mas Present. Okay, okay, das macht mehr Schaden dann logischerweise. So. Ja, sehr cool. Denn super. Oh, da freue ich mich jetzt drüber. Das ist cool. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja sogar auf Anhieb. Ich glaube es eigentlich nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwas dazwischen. Ich bin ja echt Pessimist geworden mittlerweile. Wow. Die Teile hatte ich auch noch nie. Wir machen mir auch ein bisschen Schiss gerade, aber meine Leute kämpfen ja schon ohne mich. Aber ganz ohne mich ist natürlich auch blöd. Das will ich ja gar nicht. Könnte ich ja prima zwischendurch rennen eigentlich. Und dann beide erwischen, aber das... Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Was macht denn mein Super Meat Boy? Der macht gar nichts. Jetzt soll der mal hin. Ja, aber der Fuß kämpft brav. Ja, genau. Kämpf mal gegen den. Sehr schön. So. Na, ich weiß nicht. Super Meat Boy ist ein bisschen... Macht sich nicht so viel Arbeit. Was haben wir denn hier? Ah, da mehr. Ah, okay. Könnte ich hier eigentlich nochmal gucken. The Gamerick. Okay. Keine Ahnung, womit ich das jetzt verdient habe. Ja, also wenn ich jetzt hier zu viel gamble, cutte ich wieder was weg entsprechend. Das kann echt Stunden dauern. Ich habe zwar so viele Lucky Pennies gefunden, aber ob ich jetzt gleich alles kriege, was ich gerne hätte. Das sind nämlich gar keine Bomben, sondern in erster Linie eine spezielle Art von Herzen. Und ich hätte auch gerne noch ein paar Pretty Flies, wäre auch cool. Na, wenigstens wird... mehrt er mein Geld eigentlich eher gerade, als dass es... Oh, perfekt. Und wieder ein Lucky Penny. Das ist natürlich super, das jetzt hier zu kriegen, ausgerechnet. Wenn man es direkt brauchen kann. Ich brauche ja... Oh, seht ihr? Und schon habe ich eine Pretty Fly. Die retten einem halt manchmal echtes Leben. Gerade bei so Gewusel, wo es bei Mom ist, wo man einem so viel entgegenfliegt. Schlüssel. Und der Fuß fliegt die ganze Zeit über mich drüber. Das ist schon cool. Okay, eine Pille. Was haben wir denn? Infested. Ah, die hätte vielleicht hinterher erst nehmen sollen. Hört mir gerade so auf. Weil wer weiß... Und eine zweite Pultifly, sehr gut. Ne, wer weiß, wie viele blöde Fliegen da noch kommen. Und genau. Mein Dings verbrauchen. Ich will doch kein Geld. Ich will doch nur ein Herz. Komm, noch ein blaues Herz. Ein blaues Herz. Mehr will ich gar nicht. Oder noch eine dritte Pretty Fly, meinetwegen. Na gut. Ein blaues Herz. Blaues Herz. Blaues Herz. Wie ich es oft genug sage, vielleicht macht das dann. Blaues Herz. Blaues Herz. Na gut, ich habe schon gesehen, es geht um Schlüssel gerade. Aber es geht ja gar nicht um Herzen im hier. Also, ist allein blöd, dass man sich gar nicht aussuchen kann, was man gewinnen will. Wenn dann Herzen kommen, könnten es auch normale sein. Ja. Aber ich will nicht mit 50 Gold irgendwie ins Finishing gehen. Das macht nämlich gar keinen Sinn. Und es zahlt sich ja nicht mal automatisch in die Kasse ein. Das wäre halt auch cool. So. Nö. Nee, doch nicht. Na gut, ich habe nur noch 3 Münzen. Das ging jetzt sogar relativ zackig. Und bräuchte ich halt mal so ein Schlüsselfuzzi. Jetzt habe ich tatsächlich genug Schlüssel für so Späßchen. Bomben-Omas. Kann man dann direkt auf Schatzsuche gehen. Vielleicht gibt es ja da dann zumindest mal ein Black Heart oder irgendwie sowas. Na gut. Ah ne, eins habe ich noch. Sprengen tue ich es jetzt noch nicht, weil wer weiß, vielleicht finde ich jetzt auch nochmal irgendwo was Münzmäßiges. Und dann brauche ich das wieder.
Ja, gut machst du das. So. Man kann ja direkt reinfliegen. Herrlich. Na gut, Super Meat Boy kümmert sich darum. Und Fuß auch. Sehr gut. Energy. Das ist gut. Zack. Vor allen Dingen gerade an der Stelle, weil ich es direkt nutzen kann. So. Wow, und wir sind schon direkt bei Mom. Diese Frage, nutzen oder noch Bonusraum suchen? Wie gesagt, ich glaube eigentlich gar nicht, dass da noch so viel Bonusraum kommt. Ja, das müsste ich jetzt behalten, ne? Ja. Also ich dürfte jetzt bei Mom nur 2 Herzen verlieren. Oder ich versuche halt noch ein paar zu gewinnen. Das wäre jetzt so die Alternative. Ich könnte ja da unten doch nochmal gucken. Ja, sehr schön. Ja, das war ein Spinnen. Ich würde gerade sagen, da ist jetzt nichts passiert. Das wäre ja merkwürdig. Na, ich versuche nochmal ein bisschen aufzufüllen. Bringt natürlich jetzt nichts. Außer, dass ich es verliere. Ja, es ist immer eine dumme Idee eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Man denkt sich das so schön, ja, dass man ja noch ein bisschen was nur gescheit anstellt. Noch ein bisschen was gewinnen könnte und im Endeffekt tut man es aber rein gar nicht. So, also wenn ich den Bonusraum gefunden habe, mache ich dann auch, denke ich mal, weiter. Ich kriege ja auch so noch relativ viele Herzen. Ja gut, also eins hole ich mir jetzt noch. Dass ich zumindest wieder da bin, wo ich angefangen habe. Ja. An für sich besiege ich ja relativ schnell gerade, ne? Nee, ich probiere es jetzt mal. Ich habe ja auch noch ein zweites Leben. Wenn es gar nicht geht, kann ich ja immer noch gucken, ob ich es durch irgendwas verbessern kann. Auch wenn mir ein bisschen mulmig ist bei der ganzen Aktion, gebe ich zu. So. Mom's Heart macht nämlich mit den scheiß Augen ist so eine Sache. Genau, und schon sind wir es los. War ja klar. So, wenigstens kämpft hier unser kleiner Freund mit, ohne dass wir wirklich mitmachen müssen. Voll gut. Der Fuß ist ja auch echt klasse. Immer schön weit wegstellen. Super Meatball kämpft für uns. Geil, echt. Wow. Nein. Ja, ist das cool oder ist das cool? Danke dir, Super Meatball. So, und das heißt, es geht gar nicht. Ich hatte letztes Mal, dass ich noch mal eins weitergekommen bin. Wovon hängt denn das ab? Ob ich mit dem Charakter schon mal so weit gekommen bin oder ist das Zufall? Aber guck mal, das ist jetzt das allererste Mal, dass ich in einem Let's Play Mom besiegt habe. Komplett Mom, haha. Und zwar mit Azrael. Heißt, Azrael kommt jetzt in der nächsten Zeit so schnell nicht wieder, weil mit Azrael habe ich jetzt sowohl den Greed-Mode als auch den normalen Mode geschafft. Und ja, das heißt, das nächste Mal, glaube ich, werde ich eine Challenge machen. Und wenn in der Challenge kein Azrael vorkommt, wird es erstmal dauern. So, und wir holen uns jetzt natürlich unsere Belohnung und den Abspann. Tata! Yay!
Ja, geil. Oh, ist das cool, ist das cool. Ja. Oh, ich freue mich so, dass ich das mal auch mal mit euch teilen kann. Ich habe jetzt schon mit 2, 3 Charakteren tatsächlich durchgespielt. Aber noch nie mit Beweis und Video dazu. Hihi. Ach ja, hey, Entwickler beweisen Humor, sogar beim Abspann. So cool, auf jeden Fall. Hallo. Ja. So, hier. Und wir haben was freigeschaltet. Alles klar. Cool. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Ne, bei euch. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und da mache ich wieder eine Challenge. Mal gucken, was dann da ansteht. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.